Acts, the third chapter, and we're going forward. Und zwar Apostelgeschichte, das dritte Kapitel, und wir gehen vorwärts. And I wanted to remind everybody about this book on the apostle, prophet, and pastors. A wonderful, powerful book. Und ich wollte nochmal alle erinnern an dieses wunderbare Lehrbuch über Apostel, Propheten und Pastoren. And it goes along with what we're teaching. Das geht einher mit dem, was wir lernen. Highly recommend it. Und ich lege es euch wärmstens ans Herz. By Kenneth Hagin, I was there when he taught on those things. Dieses Buch geschrieben von Kenneth Hagin, und ich war damals dabei, als er diese Dinge auslehrte. And then here's another one, goes along with what we're teaching right now. Und from E.W. Kenyon on the wonderful name of Jesus. Hier ein weiteres wunderbares Lehrbuch geschrieben von E.W. Kenyon über den wunderbaren Namen Jesus. And then we have a powerful book on the gifts of the Spirit. Und dann ein wunderbares kraftvolles Buch über die Gaben des Heiligen Geistes. So those are some that I'm recommending right now. Das sind we got a lot of awesome books there. Einige der Bücher, die ich hier empfehle, und wir haben viele gewaltige Bücher hier hinten. And we're going to have to make an order soon again, because a lot of our books are gone. Wir müssen sehr bald wieder eine neue Bestellung aufnehmen, denn viele unserer Bücher sind mittlerweile vergriffen. But thank God for good teaching. Aber Gott sei Dank für gute Lehre. And I can tell by looking at all of your Bibles. Und ich kann es erkennen an euren Bibeln, wenn man sie anschaut, that you guys are loading up. Dass ihr euch füllt. With the word, the word, mit dem Wort, dem Wort, dem Wort. And I have several Bibles, just like yours look. Und ich habe einige Bibeln, die so wie eure ausschauen. And so does Pastora. Und bei Pastora schaut es genauso aus. It's like somebody said, if you can't write in your Bible. Es ist so, wie jemand mal gesagt hat, wenn du in deine Bibel nicht reinschreiben kannst. I think it was Brother Copeland that said this. Und ich denke, es war Bruder Copeland, der das mal gesagt hat. He said, if you got a Bible and you can't write in it, throw it away and get one that you can. Er sagte, wenn du eine Bibel hast, wo du nicht reinschreiben kannst, wirf sie fort und kauf dir eine, wo du reinschreiben kannst. No, it's good to take notes. Es ist wirklich gut, sich Notizen zu machen. It helps you to stay focused. Das hilft dir, wirklich fokussiert zu bleiben. All right, you can open your Bible to Acts, the third chapter. Okay, wie gesagt, öffnet mal eure Bibel in der Apostelgeschichte, Kapitel 3. And we're doing this series right now on the latter rain. Und wir sind ja gerade dabei, diese Lehrserie über den Spätregen zu bringen. And that's the reason we're studying the book of Acts, because it's the early rain. Und das ist auch der Grund dafür, dass wir die Apostelgeschichte studieren, weil es dieses Bild vom Frühregen ist. And the early rain is the pattern for the latter rain. Und der Frühregen ist das Vorbild für den Spätregen. Because the Bible says the glory of the latter house will be greater than that of the former. Denn die Bibel sagt, dass die Herrlichkeit des späteren Hauses herrlicher sein wird als das des Musters vom früheren Hauses. And you can sense as we're teaching on these things that things are building. Und man kann wahrnehmen, so wie wir lernen, dass die Dinge sich wirklich immer mehr aufbauen. Well, it should. Nun, so sollte es auch Faith sein. Comes by hearing and hearing by the word of God. Denn Glaube kommt vom Hören und immer wieder Hören des Wortes Gottes. And we're focusing on what God wants to do in these times. Und wir fokussieren uns auf das, was Gott in diesen Zeiten tun will. When the enemy comes in, denn wo der Feind reinkommt, like a flood, da ist es dann wie eine Flut, the Spirit of the Lord will raise up a standard against. Dass der Geist des Herrn eine Standarte dagegen aufrichtet. And so I'm expecting even a greater move of God. Und so erwarte ich eine sogar noch gewaltigere Bewegung Gottes, than what the devil's trying to do in this world right now. Als das, was der Teufel momentan in der Welt versucht zu tun. Amen. Amen. So you can go to Acts, the third chapter, and let's begin with verse 1, and we'll then take up where we left off the last time that we were teaching on this. Lass uns also beginnen in der Apostelgeschichte, Kapitel 3, Vers 1, und dann werden wir anknüpfen an das, wo wir letztens aufgehört hatten. It says, hier heißt's, now Peter and John went up together into the temple at the hour of prayer. Petrus und Johannes gingen aber miteinander in den Tempel hinauf, da man zu beten pflegte. So this church also had a time that they came together and they prayed. They were committed to come together and pray. Also diese Gemeinde hatte auch gewohnte Zeiten, wo sie beteten. Also sie waren
hingegeben, gemeinsam auch zu beten. Being the ninth hour. Und das um die neunte Stunde. And I need to make a correction of what I said the other night. Und ich muss eine Korrektur hinzufügen für das oder bezüglich dem, was ich neulich abends gesagt hatte. On the day of Pentecost, when they were accused of being drunk with new wine. Denn wo am Pfingsttag sie angeklagt wurden oder beschuldigt wurden, betrunken zu sein von neuem Wein. That was 9 o'clock in the morning. Das war 9 Uhr in der Früh. We want to be accurate when we teach. Wir wollen akkurat sein, wenn wir lernen. And I compared the two, and that's not the case here. Und ich habe diese zwei verglichen, und das ist hier in diesem Fall eben nicht so. This was 3 o'clock in the afternoon. Denn hier, diese Situation jetzt, ist 15 Uhr. And I had said it's interesting that the two things happen at the same time, and that's not true. Und ich sagte damals, es ist interessant, dass diese zwei Geschehnisse zur selben Zeit stattfanden, aber das entspricht nicht der Wahrheit. I mean, it's not a big deal, but I want to be accurate. Ich meine, es ist keine wirklich große Sache, aber ich will trotzdem akkurat sein und bleiben. So that was 9 o'clock in the morning, and here they the hour of prayer here was 3 o'clock in the afternoon. Also das eine war wie gesagt 9 Uhr morgens, und diese Gebetsstunde, wo sie jetzt oder diese Zeit zum Gebet, wo sie sich einfanden, war 15 Uhr. And a certain man, lame from his mother's womb. Und ein Mann, der lahm von Mutterleib an war. This man had been lame for 40 years. Dieser Mann war seit 40 Jahren gelähmt. He had never walked. Er ist nie gelaufen. When he was born without the ability to walk. He was born as a cripple. Als er geboren wurde, hatte er nicht die Fähigkeit zu laufen. Er wurde als Krüppel geboren. It wasn't that he walked at one time and then became a cripple. He never walked. Es war eben nicht so, dass er einst mal gelaufen ist und dann zum Krüppel wurde, sondern er ist nie in seinem Leben gelaufen. You know, I want you to understand the miracle here. Und ich möchte, dass ihr hier die Dimension des Wunders versteht. If you've never walked, you don't even have muscles developed in your legs. Wenn du noch nie gelaufen bist, hast du in deinen Beinen keine Muskeln, die sich entwickelt haben, damit du überhaupt laufen kannst. And you know, I mean, in our ministry, I've had at least 3 that have walked out of wheelchairs. Und in unserem Dienst hatte ich wenigstens 3 Leute, die aus dem Rollstuhl aufgestanden sind. One had not walked for 6 years. Und eine Person ist 6 Jahre lang nicht gelaufen vorher. And she came in an electric wheelchair. Und das war eine Frau, und die fuhr zur Gemeinde rein im elektrischen Rollstuhl. And she actually believed that God allowed that to come into her life so she could stay home and take care of her child. Und sie hat geglaubt, dass das in ihrem Leben ihr auch zugestoßen ist, sodass sie zu Hause bleiben kann und sich besser um das eigene Kind, also den Sohn, kümmern zu können. Because by doing that, she could get money from the government. Denn indem sie das tat, konnte sie auch Finanzhilfen vom Staat bekommen. And she was a single mom, and so she just accepted it when she had the sickness that caused her to be crippled. Und sie war eine alleinerziehende Mutter, und so hat sie diese Lähmung akzeptiert in ihrem Leben. And I told her straight. Und ich habe ihr direkt. She came up for prayer. I didn't get that. I told her very direct. Und so habe ich es ihr direkt ins Gesicht gesagt. And I told her, I said, ma'am. Ich sagte ihr, meine Dame. God has a different way. Gott hat einen anderen Weg für dich. To provide for you than to put you in a wheelchair. Um für dich zu sorgen, als dich in den Rollstuhl zu bringen. And I told her. Und ich habe ihr gesagt. I said, you need to see that wheelchair up on a junk pile somewhere. Ich habe ihr gesagt, du musst es mit deinen inneren Augen sehen, dass dein Rollstuhl irgendwo auf einer Müllhalde ist. And you need to see yourself free, and then God's going to provide for you a different way. Und du musst dich selbst frei sehen und erkennen, dass dich Gott auf eine andere Art und Weise versorgen wird. You know, when the problem is fixed, you can go back to work. Denn wenn dein Problem erledigt ist, kannst du ja zurück zur Arbeit gehen. I mean, I understand there's legitimate cases, but there's some people they just, you know, they want things in their life so they can suck off the government, and that's not okay either.
Und ist, mir ist natürlich klar, dass es Fälle gibt, wo halt so eine Situation so ist, wie sie ist, aber es gibt auch andere, die einfach nur deshalb sich in ihre Situation ergeben, weil sie deshalb von der Regierung einfach Finanzen erwarten können und das auch bevorzugen. Understand, there's nothing free. Aber ihr müsst verstehen, dass es nichts kostenlos oder frei gibt. Somebody's paying for it. Denn irgendjemand bezahlt ja dafür. You understand? Somebody's working, somebody's paying for it. Versteht ihr? Irgendjemand geht zur Arbeit und zahlt deswegen. And she did. She took the correction. Und sie hat die Korrektur angenommen. And then we prayed. Und dann haben wir für sie gebetet. And she walked out. Und sie ist aus dem Rollstuhl aufgestanden. Her son. Und ihr Sohn was on the front. War in der ersten Reihe. And I'll never forget it. Und das werde ich nie vergessen. He was 5 years old. Er war 5 Jahre alt. And he had never seen his mom walk. Und er hat seine eigene Mama noch nie in seinem Leben laufen sehen. And he sat there and he cried and cried and cried. Und er saß da und weinte und weinte und weinte. She just kept walking back and forth in front of all the people. Und sie lief hin und her andauernd vor den Augen der versammelten Leute. And she left that place without riding in her wheelchair. Und sie was one of those with handlebars, you know. Und sie ist von diesem Ort weggegangen, ohne dass sie in ihrem Rollstuhl rumfuhr, also mit diesen Griffen und so. And we rejoiced. Und wir jubelten. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. We rejoiced. Wir jubelten. Another one was in the heart, the center of the city of Manila. Ein weiterer Fall war im Zentrum der Stadt Manila. And maybe we'll show that one because we have it on video. Und vielleicht maybe we'll werden wir das Sunday. Zeigen, denn wir haben das auf Video aufgenommen. Vielleicht zeige ich es am Sonntag. But that was powerful. Und das war auch richtig stark. That woman hadn't walked in 6 months. Diese Frau ist ein halbes Jahr lang nicht mehr gelaufen. And she was actually sitting down in an area. She had to come up the stairs. Und sie ist irgendwo weiter unten gesessen und musste die Treppen heraufkommen. And then all of a sudden the people started rejoicing. Und plötzlich haben die Leute angefangen zu jubeln. And she came walking up those stairs. Und sie kam die Treppen raufgelaufen. And it was awesome. God used that to get the attention of the people. Und das war gewaltig und Gott hat das gebraucht, um die Aufmerksamkeit der Leute zu erregen. We were in a very interesting place in Manila. They said it's the highest crime area of the city. Und der Standort der Versammlung war ein sehr, sehr interessanter Ort, denn es war mitten im Zentrum von Manila und einer der Bezirke, der die höchste Kriminalitätsrate hatte. We had 14 security guards there. Wir hatten dort 14 Sicherheitsleute. And when God started moving, und als Gott anfing, sich zu bewegen, I mean, think about it, they're there to protect us. Und ich meine, denk mal drüber nach, diese Leute sind da, um uns zu beschützen. But when God was moving, aber als Gott sich bewegte, the chief security guard, ist die Chefin dieser Sicherheitsleute power God knocked her flat. So von der Kraft Gottes getroffen worden, dass sie zu Boden fiel. So I said, okay, we're gonna be okay. Und so dachte ich mir und sagte auch mir, es wird schon alles okay mit uns sein. But we had 200 salvations that night. An diesem Abend sind 200 Errettungen gewesen. And we had a boy that had broken an arm. Und wir hatten einen Jungen auch dabei, der hatte seinen Arm gebrochen. And he was also healed. Und er wurde geheilt. He came the next day to another service and he testified. Er kam den nächsten Tag zu einem weiteren Gottesdienst und hat dort sein Zeugnis abgegeben. So that was powerful. Das war kraftvoll. And then another one in one of Brother Copeland's meetings. Und dann ein weiterer Fall in einem der Versammlungen von Bruder Copeland. I was invited to speak in an afternoon on the Indian Reservation, the Navajo Reservation. Ich war an einem Nachmittag mal eingeladen, in einem Navajo-Indianer-Reservat zu dienen. And the man walked out of his wheelchair. Und da war ein Mann, der auch dort aus seinem Rollstuhl aufgestanden ist. And that was pretty awesome. Und das war auch richtig gewaltig. Because he stood behind the pulpit and he proclaimed what God had done. Und er stand dann hinter dem Pult und hat wirklich ausgerufen, was Gott für ihn getan hat. And you know the amazing thing was. Und das Gewaltige dabei war. I might have missed God.
Kann sein, dass ich Gott dabei auch verpasst habe. Because that night I left, I had some meetings to go on to. Denn an diesem Abend bin ich weggegangen, denn ich hatte noch ein paar andere Treffen, auf die ich gehen musste. But maybe I should have stayed. Aber vielleicht hätte ich bleiben sollen. Because in, you know, I could have pushed it and made it to my meeting if I had stayed. Denn ich hätte es at ja, least for the morning session the next day. Ich hätte es so weit bringen können, dass es dann mein Treffen geworden wäre, zumindest bis zum nächsten Morgen. But we were thinking about getting a camper. Aber wir that drove. Haben drüber nachgedacht, uns einen Camper zu holen, der auch fährt. And I found out. Und ich habe herausgefunden. The next day. Am nächsten Tag. The guy was so thankful for what God had done. He gave away his driving camper. Dass der Mann so begeistert drüber war, was Gott für ihn getan hat, dass er seinen Wohnwagen sozusagen verschenkte. Well, he might have blessed us with it. I don't know. Nun, vielleicht hätte er uns ja damit gesegnet. Ich weiß nicht, was passiert wäre. But anyway. Wie auch immer. God uses these things. Gott gebraucht diese Dinge. Signs and wonders. Zeichen und Wunder. Number one, because he loves the people and he doesn't want them in wheelchairs. Nummer eins, weil er die Menschen liebt und er nicht will, dass Menschen im Rollstuhl sitzen. And it's an attention getter. Und Nummer zwei ist es auch etwas, dass er seine Aufmerksamkeit von den Menschen bekommt. Healing and miracles. Heilungen und Wunder is the dinner bell. Ist sozusagen die Essensglocke. When I was growing up, als ich aufwuchs, on the farm, auf der Farm, my grandparents had this big bell. Da hatten meine Großeltern diese gigantische Glocke. And at that time it was just an item of decoration in the yard. Und zur damaligen Zeit war es eigentlich nur ein Schmuckstück für den Garten. But there was a time that my grandfather used to farm with horses. Aber es gab noch die Zeit, wo mein Großvater Landwirtschaft mit Pferden betrieb. And they didn't have radios like we have today. Und sie hatten damals keine Radios und Telefone, wo man sich gegenseitig eben anrufen und hören konnte. And if grandma needed grandpa to come to the house, he would go ring the bell. Und wenn Großmutter wollte, dass Großvater ins Haus kommt, dann ging sie zur Glocke und hat da richtig drauf gehämmert. And that's what that bell does. It catches the attention and the people come. Genau das ist es, was so eine Glocke tut. Es erregt die Aufmerksamkeit der Leute, dass sie kommen. They came on the day of Pentecost. Sie kamen so auch am Pfingsttag. And they came because of what happened here. Und sie kamen wegen dem, was hier passiert ist. Hallelujah. Hallelujah. So look here. Schaut euch hier das also an. It says Peter and John went up together into the temple at the hour of prayer, being the ninth hour. Hier heißt also, Petrus und Johannes gingen aber miteinander in den Tempel hinauf um die neunte Stunde. And I guarantee you, they weren't just praying with their understanding. I guarantee you, they were praying in tongues. Und ich garantiere es euch, dass sie nicht nur im Verstand beteten, sondern mit Sicherheit auch in Zungen beteten. Because these guys stayed loaded. Denn diese Leute sind wirklich voll geblieben. And a certain man. Und ein Mann. Lame from his mother's womb. Der lahm war von Mutterleib an. I mean, that's a tremendous miracle. Ich meine, und das hier ist ein wirklich gewaltiges Wunder. For someone in that kind of condition to start walking would be a tremendous miracle. Für jemanden, der in solch einem Zustand sich befand und dann aber anfängt zu laufen, das ist Kategorie von einem gigantischen Wunder. I mean, I gave you testimonies about people that had not walked, but that was after a period of time. They had walked before, but they got a disease and couldn't walk. Ich meine, ich habe euch Zeugnisse gegeben von Leuten, die eine Zeit lang nicht laufen konnten. Und dann wieder anfingen zu laufen, aber sie haben jedenfalls zu einer Zeit in ihrem Leben laufen gekonnt, haben eine Krankheit bekommen und konnten deshalb nicht mehr laufen. I had another boy, he was 16. Und da war noch ein Fall von einem Jungen, ein Teenager, der 16 Jahre alt war. Prayed for him. Ich betete für ihn. The power God went in him. Die Kraft Gottes ging in ihn hinein. And I knew he got it. I knew it. Und ich wusste, er hat es bekommen, er hat es empfangen. And then I went back the next year. Und dann kam ich das nächste Jahr zurück. And I asked the pastor, I said, what's going on? How come he's not walking? I know he got it. Und so habe ich den Pastor gefragt, wie kommt es, dass er nicht läuft? Denn ich weiß, dass er es damals empfangen hat. He said, you know, he went to the doctor. Er sagte, weißt du, er ging zum Arzt. And the doctor told him. Und der Arzt sagte ihm, you've been healed. Du bist geheilt. You can walk. Du kannst laufen. But he wouldn't get out of his chair.
Aber er stand nicht aus seinem Stuhl auf. Because he didn't want to exercise and build those muscles. Weil er nicht trainieren wollte, um die Muskeln aufzubauen. But they told him, you've had a miracle. Everything is fine in your legs. Aber ihm wurde gesagt, er hat ein Wunder erlebt, dass in seinen Beinen alles gut geworden war. Well, hopefully that's changed today. I don't know. Nun, hoffentlich hat sich das bis heutzutage verändert. Ich habe aber keine Ahnung, wie es da ausschaut in diesem Fall. But with and you know, somebody could get healed like that, but then they would have to exercise their body and get fit again. Und es gibt die Fälle, wo jemand auf diese Art und Weise geheilt wird, wo es dann aber nötig ist, dass jemand dann auch wirklich die nötigen Schritte tut, um wirklich seinen Körper zu trainieren, um halt dementsprechende Muskeln aufzubauen, um selbstständig fortwährend laufen zu können. But in this case, aber in diesem Fall, this man not only walks, ist dieser Mann nicht nur gelaufen, but something happened for him to grow muscles very fast. Sondern etwas ist offensichtlich bei ihm geschehen, dass seine Muskeln äußerst schnell gewachsen sind. I mean, think about it, for a baby. Ich meine, denk mal nach, bei einem Baby. You know, Deborah, she's not walking yet. Ich meine, Deborah zum Beispiel, sie läuft ja noch nicht. But give her about, what, 10 months, is it? Aber gebt ihr noch mal 10 Monate oder so. She's gonna start pulling herself up. Get ready, Helen. Dann wird sie anfangen, sich selbst so aufzurichten und macht sich darauf bereit, Helen. And then she's gonna take that first step and Helen in bed. Oh, she took her first step. Und dann wird sie ihren ersten Schritt tun und Bernd und Helen, sie werden begeistert sein. Oh, schau mal, sie macht ihren ersten Schritt. And she'll fall a little bit, but she'll get back up and dann, she'll keep going. Dann wird sie wieder hinfallen, aber sie wird es weiter probieren, sich wieder aufzurichten und zu laufen. She will learn. Sie wird das lernen zu laufen. He didn't even have to learn. Dieser Mann hier musste aber nicht mal lernen zu laufen. I want you to understand the miracle that has happened here. Ich möchte, dass ihr hier die Dimension des Wunders ergreifen könnt, was Jesus was hier getan wurde. Something happens with this guy's nerves, something happens with the muscles and he didn't even have to learn to walk. And not only walk, he's running and leaping. Und etwas ist offensichtlich mit seinen Nerven passiert, mit seinen Muskeln passiert und er musste nicht mal lernen zu laufen. Er konnte einfach laufen und nicht nur laufen, sondern er sprang umher, er rannte vor Begeisterung. This is an amazing miracle. Das ist ein gigantisches Wunder. And everyone knew who he was that lived in that city. Und jeder, der in der Stadt lebte, wusste genau, wer dieser Mann war. Because these people would go to the temple. If you were a devout Jew, you knew where the temple was. It was the center of the whole city. Weil diese Leute diesen Mann kannten, weil sie immer zum Tempel gingen und jeder hingegebene Jude in der Stadt kannte den Tempel, wo er war und wie man dahin kommt. And if he'd been laid there for year after year after year, everybody knew who he was. Und wenn dieser Mann Jahr um Jahr dort eben vor dem Tempel saß, dann kannte jeder, der an ihm vorbeikam, genau. Halleluja. Halleluja. So, let's continue. Lass uns also weitermachen. It says, and a certain man. The reason it says certain man is because everybody knew who he was. Und da heißt es also ein bestimmter Mann und das wird so beschrieben, deshalb, weil jeder ihn kannte, wer er war. Lame from his mother's womb. Und der war lahm von Mutterleib an. Wow. Lame from his mother's womb. Gelähmt von Mutterleibe an. Was carried. Und der wurde herbeigebracht. So they would have to carry him and put him in his place where he begged. Also sie trugen ihn hin an diese Stelle, wo er gewöhnlich bettelte. Whom they laid daily. Den man täglich hinsetzte. Not once a week, daily. Also nicht einmal pro Woche, sondern täglich. This was this guy's work, you understand? Das war sozusagen die Arbeit dieses Mannes. At the gate of the temple, which is called beautiful. An die Pforte des Tempels, die man die Schöne nennt. To ask alms of them that entered into the temple. Damit er ein Almosen erbitten konnte von denen, die in den Tempel hineingingen. Alms is what you give to the poor. Also Almosen sind die Gaben, die man den Armen gibt. Who seeing Peter and John about to go into the temple, ask an alms. Als dieser Petrus und Johannes sah, die in den Tempel hineingehen wollten, bat er sie um ein Almosen. And Peter, fastening his eyes upon him with John, said, "Look,
on us. Da blickte ihn Petrus zusammen mit Johannes an und sprach: Sieh uns an. Here you have a manifestation of the gift of faith. Und hier haben wir die Manifestation der Gabe des Glaubens. The reason I say that is because it doesn't say anything about this beggar man using faith to receive this miracle. Und der Grund, warum ich das so sage, ist der, weil es hier überhaupt keinen Hinweis darauf gibt, dass der Mann, der als Bettler da saß, seinen eigenen Glauben einsetzte für seine Heilung. Peter had walked by this man many times. Jesus had walked by this man, but on this day he stopped. Something stopped him. Petrus ging schon so oft an diesem Mann vorbei, auch Jesus ist so oft schon an ihm vorbeigegangen, aber an diesem Tag war was anders, so dass Petrus plötzlich anhielt. It was a suddenly. Plötzlich ist da was gewesen. Look on us. Look at us. Stop what you're doing right now and look at us. Sieh uns an, schau uns an. Stopp. Schau jetzt uns an. Because he's looking for people that give him attention to get some money. Denn dieser Mann schaute nach Leuten um, die ihm womöglich Geld geben könnten. Silver and gold have I none. Silber und Gold habe ich nicht. Verse 5. And he gave heed unto them, expecting to receive something. Then Peter said, Silver and gold have I none. Vers 5 aber nochmal, er aber achtete auf sie in der Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen. Da sprach Petrus, Silber und Gold habe ich nicht. Well, maybe it was because they had put that into, you know, remember we learned how the people put all their stuff together. That could be a reason that they said that. Und es könnte ein Grund sein, dass sie das so sagten, so wie wir ja auch schon gesehen hatten, dass die Leute ihre Sachen zusammenbrachten. I don't believe they were poor. They were taking care of families. Denn ich glaube nicht, dass sie arm gewesen sind, denn sie kümmerten sich ja auch um ganze Familien. Maybe on this day they didn't have any money with them. I don't know. Und vielleicht hatten sie an diesem Tag nichts bei sich. Ich weiß es nicht, warum das so war. Or maybe it was the idea, hey, we're not here to give you money right now. We got something different. Oder vielleicht war der Grund auch, dass sie das sagten, wir wollen dir jetzt kein Geld geben, weil wir was anderes jetzt für dich haben. I mean, it's one thing to give money to a beggar. Ich meine, es ist eine Sache, einem Bettler Geld zu geben. It's another thing to fix the problem. Es ist aber eine ganz andere Sache, nochmal sein Problem zu lösen. You understand? Versteht ihr? It's kind of like what we did in the Philippines a few years ago. Es ist so ähnlich wie die Situation auf den Philippinen vor ein paar Jahren. We can keep sending money and sending money. Man könnte fortwährend Geld reinbuttern. But we bought cows. Aber was wir taten, wir kauften Kühe. We bought 22 cows. Wir haben 22 Kühe gekauft. We gave 22 cows to 22 pastors. Wir haben 22 Kühe für 22 Pastoren gegeben. It was a suddenly. In 3 months we had enough money to buy 22 cows. Und das war eine plötzlich aufgekommene Aktion und innerhalb von 3 Monaten hatten wir genügend Geld zusammen, um dort 22 Kühe zu kaufen. Well, that was a way to fix the problem. Nun, das war eben die Lösung, um das Problem wirklich zu beheben. And if this man gets healed, his problem will be fixed. Und wenn dieser Mann geheilt würde, dann wäre auch sein ganzes Problem gelöst. He can go out and work. Denn er könnte selbst hingehen und he arbeiten. He can go out and be productive. He doesn't have to be a beggar. Er könnte losziehen und wirklich produktiv sein in seinem Leben und hätte kein Bettler mehr sein müssen. Oh, Halleluja. Halleluja. Silver and gold have I none. Silber und Gold habe ich nicht. But such as I have, I got something greater. Was ich aber habe, und ich habe was Großartigeres. Give I thee. Das gebe ich dir. In the name. Im Namen. Halleluja. Halleluja. In the name. In dem Namen. Of Jesus Christ of Nazareth. Jesu Christi des Nazareners. We do it in his name. Wir tun es in seinem Namen. It's called the power of attorney. Und das wird die Kraft there's a word for it. I got to think about it. It's der when Stellvertretung, die Kraft der Stellvertretung. It's the Vollmacht. Ja, und die Vollmacht dann deswegen, genau. There it is. When you can sign someone else's document in their name. Wo du
wie bei einem Dokument in den Namen von jemand anderem sein Dokument unterschreiben kannst. Before I came to Germany, I gave my mom the power of attorney. Und bevor ich nach Deutschland kam, habe ich meiner Mutter die Vollmacht gegeben. In case anything needed to be done in the States. Für den Fall, dass für mich irgendetwas gemacht werden müsste in der USA. So I found somebody I could trust. So habe ich also jemanden gefunden, dem ich hundertprozentig vertrauen konnte. When I go to another nation, I put my name on something. My wife has power of attorney. Und wenn ich in eine andere Nation gehe, dann setze ich auch meinen Namen unter eine Vollmacht, sodass meine Ehefrau hier tun kann, was auch immer nötig ist. The Steuerberater has a limited power of attorney, you understand? Und auch der Steuerberater hat eine begrenzte Vollmacht erhalten. So I'm here in Germany. Ich bin also hier in Deutschland. And Mom could do stuff for me in America. Und meine Mama kann in Amerika bestimmte Dinge für mich tun. We're here in the earth. Wir sind hier auf Erden. And we can do stuff for Jesus while he's in heaven. Hallelujah. Wir können hier Dinge für Jesus tun, während er im Himmel ist. That's what it means to be here in his name. Das ist es, was es bedeutet, hier zu sein in seinem Namen. We are here representing him. We have the power of attorney. Wir sind hier in seinem Namen, repräsentieren ihn und haben von ihm Vollmacht erhalten. So even though they had crucified and killed Jesus, he was still in the earth. Und selbst als sie Jesus gekreuzigt hatten und hingerichtet hatten, war er dennoch auf der Erde. We have the resurrected Christ in us. Weil wir den auferstandenen Christus in uns we haben. We are his body. We are here representing him doing what he does. Und wir sind sein Leib hier, repräsentieren ihn und tun das, was er tut. You can't heal a flea. Du selbst kannst nicht mal eine Fliege heilen. Or a spider or anything. Oder eine Spinne oder irgendwas. You can't. Das kannst du nicht. You put your hand on that flea, he's not gonna get healed. Wenn du deine Hand einer Fliege auflegst, sie wird nicht geheilt werden. But what we can do. Aber was wir tun können. In the name of Jesus. In dem Namen Jesus. He's not dead, he's alive and he reveals himself through us. Er ist nicht tot, sondern lebendig und er offenbart sich selbst durch uns. He shows everybody he's alive through us. Er zeigt allen durch uns, dass er am Leben ist. And that's what's going to happen here. They, you know, they've crucified Jesus. He's gone. It's done. It's over with. And through them, hello, he's back. Und genau das ist die Situation hier. Sie dachten, sie haben ihn gekreuzigt. Er ist gestorben und die Sache ist erledigt. Aber er zeigt sich durch die Jünger. Und sie zeigen dadurch, beziehungsweise Jesus zeigt dadurch, hallo, ich bin zurück. Oh, somebody say something. Sag mal jemand was hier. So in the name. Also in dem Namen. In Mark 16:14 it says these signs in my name these signs shall follow them that believe. In Markus 16:14 da heißt es ja auch in meinem Namen werden euch diese Zeichen folgen. In John 16:23-26. Und in Johannes 16 Verse 23 bis 26 da Jesus heißt, said that we can ask in his name. Das sagte Jesus selbst, wir können in seinem Namen bitten. And the Greek also says that we can command in his name. Und die griechische Wortbedeutung hat noch eine doppelte Komponente, denn da heißt es, wir können in seinem Namen auch befehlen. There are times to ask and there are times to command. Denn es gibt beide Fälle. Es gibt Zeiten, wo es dran ist, etwas zu erbitten, und es gibt Zeiten, wo man befehlen muss. You don't ask the devil to leave. Du bittest den Teufel nicht, dass er geht. God, we ask that you take care of this devil. Gott, wir bitten dich, kümmere dich du um diesen Teufel. You don't do that. Das macht man nicht. I cast the devil out of somebody a couple weeks ago. Vor ein paar Wochen habe ich jemanden einen dämonischen Geist ausgetrieben.
I didn't say, okay, God, would you please get rid of this devil? Da habe ich auch nicht Gott angefleht und angebettelt, bitte kümmere dich um diesen teuflischen Geist. No, when that thing started manifesting, we said, come out in Jesus' name, out. Nein, denn als dieses Wesen anfing sich zu manifestieren, haben wir befohlen in Jesu Namen, komm raus. And it came out. Und er kam raus. And the person is free today. Thank God. Die Person ist heute frei, Gott sei Dank. Jesus did not ask God to heal people. Und Jesus hat Gott auch nicht drum gebeten, Menschen zu heilen. He commanded. Sondern Jesus befahl. He spoke. Er sprach. Notice, they didn't ask God to heal this lame man. Und bemerkt auch hier in diesem Fall, sie haben Gott nicht gebeten, diesen Lahmen zu heilen. What did they do? Was haben sie denn gemacht? In the name of Jesus. Sie riefen aus im Namen Jesus. Silver and gold have I none, but such as I have give I thee in the name. They commanded. Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir in dem Namen Jesus, haben sie befohlen. In the name of Jesus. In dem Namen Jesus. Rise up. Steh auf. Wow. Walk. Und geh. So they spoke. Sie sprachen. And then they put action. Und dann haben sie auch Handlung angelegt. They grabbed him by the hand. Und sie haben ihn an der Hand ergriffen. Silver and gold have I none, but such as I have give I thee in the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Silber und Gold habe ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazareners, steh auf und geh umher. And he took him by the right hand. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand. And lifted him up. Und richtete ihn auf. You know, we always tell people, do something. Wisst ihr, wir sagen ja auch den Leuten immer, mach was. Remember Sunday, we told people, move your head, move your neck, move your back, move your knees, put some action to it. Erinnert euch, auch am Sonntag sagten wir verschiedenen Leuten, beweg deinen Kopf, beweg deinen Hals, deinen Rücken, deine Beine, mach irgendwas. Put some kind of action to it. Handle in irgendeiner Weise, tu was. Faith without works is dead. Do something. If the only thing you can do is move your tiny little toe, move it. Tu irgendwas, denn Glaube ohne Werke ist tot. Also wenn du irgendwas kannst und wenn es nur dieses kleine wenige bisschen ist, dass du vielleicht nur deinen Zeh bewegen kannst, dann tu halt das einfach. We tell people, do something you couldn't do. Wir sagen den Leuten immer, tu etwas, was du vorher nicht tun konntest. You understand? Put some action. Do something. Put some kind of action. Handle, tu was in irgendeiner Form. Halleluja. Halleluja. And look what happened. Und schaut euch das an, was passierte. This is amazing. Das ist so erstaunlich gewaltig. And he took him by the right hand and lifted him up, and immediately his feet and ankle bones received strength. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf, da wurden sogleich seine Füße und seine Knöchel fest. Now remember this. Und nun erinnert euch. This happened because of a manifestation of the gift of faith. Das passierte wegen der Manifestation der Gabe des Glaubens. The reason I say that. Der Grund, warum ich das so sagte. You don't just go into the hospital place and start pulling everybody out of bed. Du gehst auch nicht einfach so in die Krankenhäuser und fängst an, jeden einzelnen aus dem Bett rauszuziehen. If the gift of faith is on you, if you got a suddenly. Jesus had walked by this man too. Denn das ist nur, wenn du diese plötzlich auftretende Manifestation der Gabe des Glaubens hast, denn auch Jesus ist ja an diesem Mann schon oft vorbeigegangen. Peter and John had walked by this man other days. Und auch Petrus und Johannes sind an anderen Tagen an diesem Mann vorbeigelaufen. But on this day there's a manifestation of the Holy Ghost. Aber an diesem Tag passierte eine Manifestation des Heiligen Geistes. Halleluja. Eine Gabe des Heiligen Geistes. Halleluja. You understand? Versteht ihr? I'm talking about the gifts of the Spirit here. Ich rede hier über die Gaben des Geistes. It doesn't say this man sat under the teaching of the Word and faith grew and all that kind of stuff. It says on this day Peter and John said, "Look at us." Es heißt hier nicht über diesen Mann, dass er regelmäßig unter gesunder Wortlehre war und
all das halt in sich hatte, sondern an diesem speziellen Tag kam diese plötzliche Manifestation des Geistes und so sagten Petrus und Johannes, sieh uns an. It was a suddenly. Und das war etwas, was ganz plötzlich passierte. Now let's expect these suddenlies. Nun lasst uns in Erwartungshaltung sein, dass plötzlich eben Dinge passieren. Amen. Amen. Let's expect. Lasst es uns erwarten. You know, you might just be riding along on your bike and all of a sudden it comes on you. Hey, stop, pray. Vielleicht bist du auf deinem Fahrrad irgendwo unterwegs und plötzlich kommt's über dich, halt an und bete. So we want to be sensitive. Also wir wollen da feinfühlig sein, sensibel sein. Und wir wollen offen dafür sein, dass Gott uns auf diese Art und Weise gebraucht. Ah, somebody say something. Sag mal jemand was. And verse 8. Und Vers 8. So his ankle bones and his feet got strength. Wow. Also seine Knöchel und seine Füße, sie sind gerade und fest geworden, stabil geworden. Okay, super. Halleluja. 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 And he leaping up stood and walked and entered into the temple. Und er sprang auf und konnte stehen, lief umher und trat mit ihnen in den Tempel. Halleluja. Halleluja. So we got strength here. Also wir haben hier Stärke. Strength. Stärke. Strength. Stärke. Strength. Stärke. We're talking about supernatural strength. Wir reden hier über übernatürliche Stärke. It doesn't even say the guy was a believer yet. Es heißt ja nicht einmal über diesen Mann, dass er ein Glaubender war. You notice that? Ist euch das aufgefallen? Sometimes God will do stuff like this just to shake people up that aren't even saved. Gott wird Dinge tun, um Menschen wirklich aufzurütteln und aufzuwecken, also Leute, die noch nicht mal errettet sind. Like that witch I told you about that got healed in Uganda. Genauso wie die Hexe, von der ich euch erzählt habe in Uganda, die geheilt wurde. That was a shock. Das war ein Schock. Martin and I, we were rejoicing. Martin und ich, wir jubelten. It says, and das heißt, he leaping up stood and walked. Er sprang auf und konnte stehen und lief umher. So he, also er sprang auf und war begeistert. And he walked, man. Und er lief. Maybe he moonwalked. I don't know, but he was having a good time. I know that. Ich weiß nicht, was er getan hat, aber er hatte jedenfalls eine richtig gute Zeit. Halleluja. Halleluja. It says. Es heißt. And he leaping up stood. So he jumped up. Also er sprang auf und konnte stehen. And then he walked. Und dann lief er umher. And then he entered into the temple. Und dann trat er in den Tempel ein. Now, in this temple. Nun, in diesem Tempel were a lot of religious people. Waren eine ganze Menge religiöser Leute. A lot of these Jewish people. Viele dieser jüdischen Leute. Because when you know when you were a Pharisee. Denn wenn man ein Pharisäer ist. You prayed several times a day and you had memorized prayers. Dann betete man mehrere Male am Tag und man betete auswendig gelernte Gebete. They were the examples. Sie waren diese Beispiele oder Vorbilder. This is the way you do it, and when you do it the way that we do it, this is how you're saved. So macht man das, und wenn ihr auch das so tut, wie wir es tun, dann ist das die Art und Weise, wie man Errettung findet. Can you imagine? Könnt ihr euch vorstellen? The place is there. They're praying. Der ganze Ort ist voll mit Leuten, die beten. I don't know what all happened when Peter and John went. Ich weiß nicht, was passiert ist, als Petrus und Johannes sonst dahin gingen. But I know this, aber ich weiß eins, that there were people in there praying. Dass dort jedenfalls Leute waren, die beteten. In a religious way. Und zwar auf eine religiöse Art und Weise. Now, can you imagine? Nun könnt ihr euch vorstellen, you're in there. You're praying these memorized prayers. Du bist da drin und brabbelst die auswendig gelernten Gebete vor dich hin. Every day. Jeden einzelnen Tag. You know, can you imagine? Könnt ihr euch das vorstellen? They're praying these everyday prayers. Sie
beten jeden einzelnen Tag diese Gebete so vor sich hin. Probably thinking about the food that's cooking at home. Vielleicht denkst du währenddessen schon ans Essen, das zu Hause gekocht wird. I don't know what. Keine Ahnung was. But all of a sudden the door opens. Aber plötzlich fliegt die Tür auf. Wahoo! And they look. Und sie schauen. Wow. Hey, we know who that guy is. Hey, wir kennen doch den Mann ganz genau. A lot of them had given him money. Viele von ihnen haben ihr sicherlich auch Geld gegeben. Because that was another thing you did when you were religious. Denn das war ja eine andere Sache noch, die man tat, wenn man religiös war. That was part of your salvation. Das war ja Teil deiner Errettung. That's where it had come to that point. So weit ist es gekommen. And there's the man. Und dann ist da auf einmal dieser Mann. Is that him? Ist das wirklich er? Yeah, that's him. Ja, das ist er. He's jumping. Er springt. He's jumping. Er springt. Look at his legs. Schau mal seine Beine an. Why, they've never moved. Sie haben sich noch nie bewegt. He's standing there, he's jumping and he's running and he's praising God. Er steht da, er läuft, er rennt und er preist Gott. He got healed in the name of Jesus. Er ist geheilt worden in dem Namen Jesus. It registered on his brain who had healed him. Es ist ihm wirklich eingefallen, wer ihn geheilt hat. It's like that Muslim woman that got hit by the car about 3 years ago. Genauso wie diese muslimische Frau, die hier draußen vom Auto angefahren wurde vor 3 Jahren oder so. Right out in front of the lobby, the Laden. Hier direkt vorm Laden auf der Straße. There was a bam. Plötzlich war dieser laute Knall. And we ran out the door. Und wir rannten raus aus der Tür. And there she was laying in the middle of the highway, the Straße. Da lag sie mitten auf der Straße und schrie vor Schmerzen. Crying in pain. Und sie schrie auf vor Schmerzen. The guy that hit her was like in shock. Und der Mann, der sie anfuhr, war in Schock versetzt. And I told him, I said, listen, you call the ambulance. I'm gonna pray. Und ich sagte ihm, hör mal zu, ruf du den Krankenwagen und ich werde für sie beten. And she's a Muslim woman. Und sie ist eine muslimische Frau. And I looked at her and I said, ma'am, don't you ever forget that a Christian prayed for you in the name of Jesus. Und ich sah diese Frau an und sagte, meine Dame, vergessen Sie es nie, dass hier ein Christ für Sie gebetet hat. And she's screaming. Und sie schrie. And we prayed. Und wir beteten. And the power of God went in her body. Und die Kraft Gottes ging rein in ihren Körper. And the ambulance showed up and they put her in so she couldn't move. Und der Krankenwagen tauchte auf und sie spannten sie ein. And they went off. Und sie wurde weggefahren. About a week later, the guy that hit her with the car. Und eine Woche später kam der Mann, der sie mit dem Auto anfuhr. He came back in the coffee bar. Er kam zurück und besuchte uns in der Kaffeebar. I asked him. I said, "Hey, can you tell me about the woman? She never did. We never heard any information." Und ich fragte ihn, weißt du irgendwas über diese Frau, denn wir haben nichts mehr von ihr gehört. He said, "You know, the craziest thing happened." Und er sagte, weißt du was, das Verrückteste ist passiert. When they took her to one hospital, als sie diese Frau zu einem Krankenhaus fuhren, they couldn't find anything, konnten sie nichts an ihr entdecken. So they had to take her to another hospital, so haben sie sie weitergefahren zu einem nächsten because Krankenhaus, they didn't believe it, weil sie das nicht glauben konnten. And then they couldn't find anything, so they had to let her go. Auch dort konnten sie in der Untersuchung nichts mehr an ihr finden und sie mussten sie als geheilt entlassen. He said, I don't know what happened. Er sagte, ich weiß nicht, was da passiert ist. I said, I do, Jesus. Ich sagte aber, ich weiß es, denn Jesus war am Wirken. We prayed for her in the name of Jesus. Denn wir beteten für sie im Namen Jesus. You know, I've never seen her since. Wisst ihr, seitdem habe ich sie auch nie wieder gesehen. But I told her one thing, don't you ever forget a Christian prayed for you in the name of Jesus. Don't you ever forget that. Ich habe ihr aber klipp und klar gesagt, vergiss es nie wieder, vergiss es nicht, dass ein Christ für dich im Namen Jesus gebetet hat. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Don't you forget that. Vergiss das nicht. And let's not forget that. Und lasst es uns auch nicht vergessen. As we go out there and we work these healings and we work these miracles, it's not about you. So dass wie wir rausgehen und Zeichen und Wunder tun und Heilungen geschehen durch uns, dass es eben nicht durch uns you ist. You want to make sure that they know that this came because of Jesus.
sondern ihr solltet besser klarstellen, dass die Leute es erkennen und wissen, dass diese Werke, diese Wunder durch Jesus gewirkt sind. You tell the people it's because of Jesus. Du machst den Leuten klar, dass diese Dinge wegen Jesus sind. And they'll wanna look at you. Und sie werden, sometimes. Und sie werden euch manchmal anschauen. You understand? I mean, they're thankful. Versteht ihr? Sie sind ja dankbar. And you don't wanna take that away either. Und das will man auch nicht niedertrampeln oder wegnehmen. You know, people appreciate the fact you took the time to pray for them. Versteht ihr? Menschen wertschätzen die Tatsache, dass du dir Zeit genommen hast, für sie zu beten. But in love, aber in Liebe, you just take the attention off of you and you put it over on him. Nimmst du die Aufmerksamkeit weg von dir und führst sie zu Jesus weiter. Jesus. Jesus. This man. Und dieser Mann. It registered in him. That's why he praised God. Es ist ihm dann so gedämmert, es ist ihm klar geworden, dass es wegen Jesus war. Und das war der Grund dafür, dass er dann auch Gott in dieser Weise gepriesen hat. Halleluja! Halleluja. He was walking, he was leaping, he was shouting, he was praising God. Don't you think there was revival that happened that day? Er lief, er sprang, er rannte, er lobte und pries Gott und denkte nicht, dass in diesem Moment Erweckung losgebrochen ist. I mean, can you imagine what happened in the temple? Ich meine, könnt ihr euch vorstellen, was dann im Tempel los? I'm praying everybody something going on right now. Hallelujah. Wie er vielleicht zurief zu den Leuten, hört auf zu beten, denn hier ist was Gewaltiges passiert. Wow. And all the people saw him walking and praising God. I mean, it was done in a way the people could not deny it. Und alles Volk sah, wie er umherging und Gott lobte, also es konnte nicht geleugnet werden, dass hier Gott ein Wunder wirkte. And they knew. Und sie wussten, that it was he, also sie erkannten auch, dass er derjenige war, which sat for alms at the beautiful gate of the temple, der um des Almosens willen an der schönen Pforte des Tempels gesessen and they hatte. Were filled und sie wurden erfüllt with wonder and amazement, mit Verwunderung und Erstaunen at that which had happened unto him, über das, was mit ihm geschehen war. They didn't forget this. Sie haben das nicht vergessen. You know, can you imagine when they went home? Ich meine, könnt ihr euch das vorstellen, als sie nach Hause gingen? The conversations that went on in the city around the dinner table at night. Die Unterhaltungen, die in der Stadt dann am Abendbrottisch sozusagen stattfanden. Can you imagine, you know, the groups that standing around on the street? Könnt ihr euch vorstellen, die Menschengrüppchen, die an den Straßen standen? They're scratching their head. We saw something today. Sie kratzen sich verwundert den Kopf. Man, you should have been there. You should have been there. We saw something. I'm telling you. Und sagten, hey, wir haben heute echt was gesehen und erlebt. Du hättest dabei sein müssen. Sowas hast du nicht gesehen. And then, you know, people walk by the next day and the beggar's not there anymore. Und wisst ihr, am nächsten Tag laufen die Leute da vorbei und der Bettler ist nicht mehr da. They're used to this guy holding his bucket out. Sie sind so gewöhnt an diesen Mann, wie er sein Körbchen hinstreckt und er ist auf einmal verschwunden. Wow. I mean, you know, this is a miracle that God used to shake the city. Ich meine, das ist ein Wunder, das Gott gebraucht hat, um die ganze Stadt zu erschüttern. We need some miracles like this in Fürth. Wir brauchen auch derartige Wunder in Fürth. Amen. Amen. Let's believe for it. Lass uns dafür glauben. Let's believe for these things. I don't know how he's going to do it, but let's believe for it. Lass uns dafür glauben. Ich weiß nicht, wann und wie das passieren wird, that's aber why we have this. Lass uns dafür glauben und exakt deswegen haben wir auch hier die Gebetsnamen. We're going to do some more praying over that tonight. Hallelujah. Und wir werden auch heute Abend weiter über Namen von Leuten beten. All right, that's all the farther I'm going to go tonight. Okay, so weit möchte ich heute Abend gehen. Pastora has got a great message for us too. Denn Pastora hat auch eine großartige Botschaft für uns. We're going to take a 5-minute break. Wir werden 5 Minuten Pause einlegen. And then we're going to listen to what God gave to us through her. She got a great message for us. Und dann werden wir